Unser Podcast wird unterstützt von Relay, der App zum einfachen Bitcoin-Kauf, und Bitbox, denen wir das Hardware-Wallet Bitbox 02 zu verdanken haben. Alle weiteren Informationen zu diesen beiden und die Rabattcodes findet ihr in der Videobeschreibung. Hallo Tammy, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Es freut uns wirklich sehr, dass du die Zeit nimmst. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, hallo. Heute haben wir wieder das spannende Thema, eines der liebsten Themen der Deutschen, Steuern. Wir haben ja schon so häufig drüber gesprochen und deshalb haben wir gedacht, wir laden dich heute mal ein, um über das Thema Steuern und Bitcoin und Kryptowert an sich mal zu sprechen und vielleicht mal ein bisschen tiefer einzusteigen, weil wir die letzten Wochen einige Nachfragen auch zum Thema Mining bekommen haben, vielleicht auch zum Zahlen, also ein bisschen tiefer gehend als das, was man sonst immer so hört. Aber bevor wir anfangen, willst du mal zwei, drei Worte zu dir verlieren? Wie bist du zu diesem Thema Krypto Bitcoin-Besteuerung gekommen und beschäftigt sich auch vielleicht privat damit mit dem Thema? Ja, genau. Vielen Dank für die Frage. Es ist auf jeden Fall ich bin über verschiedene Wege tatsächlich dahin gekommen. Ich hatte bereits Berührungspunkte damit während meines dualen Steuerrechtsstudiums. Da hat mich dann ein Freund angesprochen, ja, ob ich denn schon von Bitcoin gehört hätte und ob ich nicht vielleicht überlegen könnte, da rein zu investieren, weil das wäre die Zukunftstechnologie. Und es war tatsächlich 2014. Und das war sehr, sehr interessant, weil ich mich schon immer sehr für Zahlen, Daten, Fakten interessiert habe. Er hat Wirtschaftsinformatik studiert und konnte mir dann auch entsprechend viel erzählen. Leider, muss man sagen, war ich damals ja dann recht gut beschäftigt mit meinem Studium und war dann so, kümmere ich mich dann mal drum irgendwann und so. Ja, schade eigentlich. Dann habe ich das so ein bisschen wegdümpeln lassen und habe mich dann 2019 wieder mehr damit beschäftigt, aber rein privat. Also erstmal einfach, okay, was ist das genau? Wie kann ich da vielleicht investieren? Was brauche ich dafür? Bin in die ganzen Communities reingekommen, habe mich mit den Leuten ausgetauscht und war dann recht schnell in dieser Bitcoin-Bubble drin. Und dann kam immer wieder die Frage, Tammy, du kennst dich doch aus mit Steuern. Wie ist das denn eigentlich? Und da musste ich dann auch sagen, ja, weiß ich auch nicht so genau, weil auch wenn ich Steuerrecht studiert habe und da dann auch viele Jahre in verschiedenen Unternehmen, unter anderem dann zuletzt bei Ernst & Young gearbeitet habe, hat man sich mit der Besteuerung von Kryptoassets nie auseinandersetzen müssen. Also auch in der Vorbereitung auf Steuerberaterexamen kommt das natürlich nicht vor. Und dann habe ich aber angefangen, mich selber damit auseinanderzusetzen und halt auch für mich überhaupt, für meine eigenen Investments, mich dann zu fragen, ja okay, wie versteuere ich das denn jetzt? Und dann auch für die Community einfach so ein bisschen mal Ratschläge zu geben oder parat zu stehen. Und daraus ist dann sehr schnell auch mehr geworden, weil ich dann gemerkt habe, okay, es interessiert mich sehr und ich finde es super interessant. Und habe dann angefangen, bei Ernst & Young auch tatsächlich in so einer ganz kleinen Gruppe für ganz Deutschland die Web3-Säule mit aufzubauen. Und da ging es dann natürlich auch darum, Mandanten in dem Bereich zu betreuen, das auch so ein bisschen größer zu machen für den gesamten Konzern. Und da habe ich dann recht schnell gemerkt, okay, das interessiert mich. Ich habe mich dann noch zur Beraterin für Kryptowerte und Steuern quasi fortbilden lassen, bin da jetzt auch zertifiziert. Und habe mich dann Ende letzten Jahres selbstständig gemacht und um mich voll und ganz diesem Themengebiet zu widmen. Sehr schön. Ist ja Wahnsinn, dass es in der Ausbildung letztlich gar keine Rolle spielt. Ich meine, nachvollziehbar, dass Bitcoin nicht bei allen den Stellenwert einnimmt, den es beim Jonas und bei mir einnimmt, aber dass es gar nicht Thema ist, ist dann doch verwunderlich. Mhm. Wie ist es denn in Deutschland? Bist du da eine der wenigen, die das macht, oder hat sich mittlerweile schon ein Netzwerk an Steuerberatern etabliert und mehr so im regen Austausch? Genau, also tatsächlich bin ich eine der wenigen Frauen, die sich steuerrechtlich damit auseinandersetzt. Was ich sehr speziell und bisher, glaube ich, auch alleine mache, ist, die Kryptobesteuerung mit dem internationalen Steuerrecht zusammenzubringen. Also ich habe mich eigentlich auf das internationale Steuerrecht spezialisiert gehabt, habe darüber auch schon meine Bachelorarbeit geschrieben und mache das jetzt also alles, was dann auch so mit Wegzügen im Zusammenhang steht aus Deutschland. Wie ist es dann eigentlich mit den Kryptos und so weiter?
Inwiefern hat Deutschland dann noch immer Steuerungsrecht etc. Aber ja, es gibt eine Gruppe von Steuerberatern, Rechtsanwälten und auch einfach Leuten, die sich steuerrechtlich damit auskennen, die sich auch austauschen, weil gerade in dem Bereich, weil er auch so neu ist und auch so viel Diskussionspotenzial birgt, es ist super wichtig, dass wir da untereinander auch uns gegenseitig um die Meinung fragen, auch gemeinsam an Artikeln arbeiten und auch Buchbeiträge schreiben etc. Also eine ganz kleine Gruppe, aber ja, die gibt es. Und wenn jetzt jemand zuhört, der vielleicht schon Steuerberater, Beraterin ist zum Beispiel oder vielleicht ist gerade erwägt, diese Ausbildung zu machen, macht es für dich Sinn zu sagen, ja, schau dir mal Bitcoin und Kryptowährungen an, um sich vielleicht in diese Richtung zu spezialisieren, weil das ein Zukunftsthema sein könnte? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, was dabei immer auch ganz wichtig ist und was dann so die beratenden Menschen in dem Bereich vereint, ist, glaube ich, die Begeisterung für die Technologie dahinter. Also ich glaube, es ist super schwer, in dem Bereich zu beraten oder auch Unterstützungsleistungen anzubieten, wenn man selber keine Affinität hat für die Blockchain-Technologie und wenn man auch selber nicht irgendwie noch mehr wissen möchte und sich auch reinarbeitet, sodass das immer Voraussetzung ist. Aber ich glaube schon auch, dass man da in Zukunft nicht unbedingt drumherum kommt als Berater, sich da auch mit auseinanderzusetzen. Und dafür gibt es mittlerweile aber auch Lehrgänge. Also das, was ich ja gemacht habe, die Zertifizierung, da bin ich selber jetzt auch Dozentin mit dabei und übernehme den internationalen Part. Und da kann man sich auch ausbilden lassen als Steuerberater und Rechtsanwalt, also falls man das möchte. Genau, ist das sicherlich nicht verkehrt. Sehr gut. Also wenn sich jemand angesprochen fühlt, dann ist es noch ein Feld, das noch nicht vollständig besetzt ist, meinst du? Ja, auf gar keinen Fall, genau, richtig. Also wir haben da eher eine Unterbesetzung. Also allgemein in der Steuerberatung haben wir eigentlich nicht genug Menschen. Und in der Kryptosteuerberatung sowieso mal gar nicht. Also wäre auch noch eine gute Nische, falls auch jemand eine Nische sucht. Gut, dann würde ich sagen, wir haben ja verschiedene Themenfelder, natürlich alle im Kontext Steuer. Wir haben es im Vorfeld des Gesprächs gesagt, das Thema Mining kam bei uns persönlich in letzter Zeit relativ häufig vor, gerade auch im steuerrechtlichen Kontext. Lightning ist natürlich immer so eine Sache, wie sieht es aus mit Bezahlen? Aber wir würden ganz klassisch anfangen mit einem 0815-Kauf. Als wir das letzte Mal gesprochen haben mit einem Steuerberater, war im Endeffekt das Ergebnis, wenn man Bitcoin kauft und ein Jahr hält, dann ist es in Deutschland so, dass man keine Steuer darauf entrichten muss, sollte man Gewinne erzielen. Ist das nach wie vor so? Ja, genau. Also allgemein muss ich jetzt natürlich auch immer wieder dazu sagen, es ist natürlich keine steuerrechtliche Beratung hier, sondern einfach nur eine allgemeine Aufklärung über die geltenden Gesetze. Aber ja, tatsächlich, das mit der einjährigen Haltefrist für Kryptowährungen gilt weiterhin. Daran hat sich nichts geändert. Und macht es da einen Unterschied auch, ob ich jetzt sage, ich kaufe jetzt mit, ich sage jetzt nämlich 100 Euro in die Hand, kaufe damit einen Anteil an Bitcoin und habe diesen Bitcoin, dann beginnt ja diese Haltefrist. Wenn ich mit diesem den Bitcoin jetzt aber umtausche in eine andere Kryptowährung oder einen Stablecoin, gibt es ja ähnliche andere Varianten, beginnt dann diese Haltefrist wieder von neu oder wie ist da das dann geklärt oder wie ist es da geregelt, wenn man eben diese Tausch zwischen Kryptowährung und Kryptowährung vollzieht? Ja, richtig. Genau, das ist ein super wichtiger Punkt, den du ansprichst. Also es ist tatsächlich so, dass wenn man es tauscht in andere Kryptowährungen oder auch in NFTs zum Beispiel, dann beginnt die Haltefrist wieder von vorne. Also da muss man dann sehr genau aufpassen. Da klappt leider die Umschichtung nicht so gut wie jetzt in anderen Nachbarländern zum Beispiel. Aber ja, Deutschland sieht Krypto zu Krypto genauso wie Euro zu Krypto. Okay, also es gibt keine Privilegierung dann. Es ist egal, in welche Richtung man tauscht. Sobald man tauscht, ist man eben raus aus dieser Haltefrist. Ja, genau. Okay. Wird es dann aus deiner Sicht Sinn machen, eher weniger Käufe zu tätigen und diese Haltefrist mitzunehmen, als aktiv zu traden? Ich meine, das kommt natürlich sehr darauf an, wie gut man im Traden ist, ne? Also inwiefern man da Erfahrungen gesammelt hat. Aber klar, also grundsätzlich würde ich auf jeden Fall sagen, wenn man jetzt nicht super, super gut ist im Trading und da auch jahrelange Erfahrung hat und vielleicht sogar auch eine Ausbildung gemacht hat etc.,
würde ich jederzeit dazu raten, die Haltefrist abzuwarten, weil das sehr einzigartig ist in Deutschland, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, nach einem Jahr komplett steuerfrei alles zu veräußern und null Euro darauf zu zahlen. Das ist schon sehr außergewöhnlich. Klar, du hast ja gerade angesprochen, Trading, und da könnte man ja sagen, also die meisten, die uns zuhören, sind eher, hoffe ich jetzt mal in diese Richtung, man kauft, man spart in Bitcoin, macht das Ganze langfristig in Sparplan. Jetzt gibt es aber natürlich Menschen, die sagen, das ist mir alles viel zu langweilig, ich möchte traden, ich möchte aktiv handeln. Und die meistens ist ja das Ergebnis oder das Ziel davon, ist ja ein Gewinn zu realisieren. Könnte man davon ausgehen, dass wenn mein Ziel ein Gewinn ist, dass ich dann immer noch in diesem Privatbereich bleibe? Oder lande ich dann irgendwann auch in einem gewerblichen Bereich, wenn ich wirklich sage, das mache ich jetzt in einer größeren Form und ich versuche jetzt wirklich Geld damit zu machen? Ja, also das ist natürlich eine Frage, die immer viele umtreibt. Ja, wann komme ich denn in die Gewerblichkeit? Gibt es ja irgendwie eine bestimmte Anzahl an Trades oder so? Also da war dann auch mal die Sache oder die Sprache von ab 400 Trades bin ich gewerblich. Das kann man so zum Beispiel nicht sagen. Ich meine, grundsätzlich will ja jeder eigentlich damit Gewinn machen, sonst würde man es, glaube ich, nicht tun. Von dem her ist die Gewinnerzielungsabsicht ja schon gegeben. Bei der Gewerblichkeit muss immer betrachtet werden, okay, wird das Ganze selbstständig, nachhaltig, wirtschaftlichen Verkehr teilnehmend und halt mit Gewinnerzielungsabsicht verfolgt. Und ist es keine private Vermögensverwaltung, keine Land- und Forstwirtschaft und kein freier Beruf. Ja, und das ist so dieses Allgemeine, was man dann entsprechend auch beim Trading anwenden muss, was aber recht schwierig ist, um ehrlich zu sein. Also da kann man, wie auch am Anfang gesagt, noch viel diskutieren und noch viele Argumente pro und contra finden. Also, es kann zum Beispiel auch teilweise positiv sein, das Ganze als gewerblich anzumelden, gerade wenn es um Verluste zum Beispiel geht. Aber ja, je nachdem kann man dann argumentieren. Also es ist immer sehr individuell. Auch, also, dass man diese Gewerblichkeit nicht pauschal für alle beantworten kann, ist klar. Aber kann man sagen, dass die Gefahr, als Gewerbe klassifiziert zu werden, größer ist, wenn man tradet im Vergleich zu Buy and Hold? Oder ist das Buy and Hold letztlich irrelevant für die Klassifizierung? Also ich würde sagen, was das Trading an sich eher in Richtung Gewerblichkeit drückt, wäre zum Beispiel, wenn man Bots anfängt zu programmieren. Dann wird das Ganze auf jeden Fall schwieriger zu argumentieren, dass es noch privat ist, weil dann auch eine ganz andere Intention dahinter ist, ne? Dass man dann wirklich viel mehr das auch größer anlegt und da auch schaut, okay. Oder wenn man da natürlich auch anfängt, Ausbildung in dem Bereich zu machen und das im großen Stil zu vollziehen. Was dann aber wirklich großer Stil heißt, wie gesagt, es kommt dann nicht auf die Anzahl der Trades an. Aber ja, also tendenziell, wenn man wirklich tradet und da viel Geld auch reingibt, auch was die Ausrüstung oder halt das Wissen angeht, ist das natürlich nochmal was anderes, als wenn man diese Buy-and-Hold-Geschichte macht, ja. Klar. Also ich nehme schon mal für mich mit, einen Sparplan aufsetzen, auf jeden Fall auch steuerlich wesentlich attraktiver, weil es weniger Aufwand generiert überhaupt, würde ich mal sagen. Ja. Du hattest gerade das Gewerbe schon angesprochen, hat ja dann doch vielleicht ein, zwei Vorteile. Beim Gewerbe, wenn ich richtig im Kopf habe, kann ich zum Beispiel Verluste gegenrechnen. Ist das noch so oder habe ich das richtig im Kopf und kann ich das als Privatperson eigentlich auch machen? Ja, also der größte Unterschied ist, dass bei der privaten Geschichte geht nur eine sogenannte horizontale Verlustverrechnung. Also da können nur Verluste aus privaten Veräußerungsgeschäften zum Beispiel, also bei Kryptowährungen, mit Gewinnen aus privaten Veräußerungsgeschäften verrechnet werden. Heißt dann aber auch, wenn ich meinen Oldtimer verkaufe mit einem Gewinn und Kryptoverluste gemacht habe innerhalb eines Jahres, kann ich das miteinander verrechnen. Aber ich könnte zum Beispiel keine Kryptoverluste mit Staking-Gewinnen verrechnen. Was ich aber beim Gewerbe machen kann, ist eine vertikale Verlustverrechnung. Das heißt, ich kann auch Verluste aus meinem Gewerbe mit anderen Gewinnen aus anderen Einkunftsarten verrechnen. Und das ist natürlich dann sehr attraktiv. Also das ist eigentlich so der größte Unterschied. Staking macht bei uns natürlich niemand. Natürlich. Sehr gut.
Würdest du sagen, dass es Sinn macht, wenn man Bitcoin verkauft und dieses Jahr gehalten hat, dass man die Gewinne dann trotzdem beim Finanzamt angibt, weil es gegebenenfalls in der Zukunft von Vorteil sein kann, wenn das Finanzamt schon mal wusste, dass man Gewinne erzielt hat? Oder bist du da eher auf der Linie, naja, wenn dieses Jahr um ist, dann sollte man es auch nicht mitteilen oder muss es nicht mitteilen? Es ist eine sehr interessante Frage, weil das impliziert, dass man eine Wahl hat, ob man das angibt oder nicht. Das ist aber nicht so. Also, weil das Wichtige ist ja, was eigentlich jedem auch klar sein sollte, wenn man sich in Deutschland aufhält, wir zahlen eigentlich auf alles Steuern. Und wenn wir irgendwelche Gewinne machen, wäre es recht kurz gedacht zu glauben, dass wir dann auch keine Steuern darauf zahlen müssen. Und wenn keine Steuern an der Quelle einbehalten werden, wie zum Beispiel bei Zinsen oder halt bei ganz normalem Arbeitslohn, muss man das natürlich entsprechend offenlegen, um dann den entsprechenden Betrag an Steuern auch an das Finanzamt zu zahlen. Das Einzige, worum man sich vielleicht noch streiten könnte, wäre die Tatsache, okay, wenn wir unter dem Freibetrag von 600 Euro zum Beispiel sind, der ja greift bei Kryptowährungen, ob man dann trotzdem eine Steuererklärung abgibt, einfach um eben transparent zu sein und dem Finanzamt zu sagen, hier, ich bin drunter geblieben, aber ich habe da was gemacht, nur dass ihr das schon mal wisst, nicht, dass da irgendwie komische Fragen mal aufkommen. Das würde ich immer empfehlen, weil dann ist auch die Kommunikation mit dem Finanzamt einfach eine andere und in der Zukunft hat man dadurch womöglich auch weniger Probleme. Man muss es aber nicht. Alles, was dann jedoch über die 600 Euro Gewinn geht, muss man angeben. Also man ist dann verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben, sodass man da auch keine Wahl hat, möchte ich das tun oder nicht. Okay, das heißt also, jeder Gewinn, der über diese Freibetragsgrenze geht, die du jetzt genannt hattest, muss ich auf jeden Fall angeben, auch wenn sich bei mir niemand meldet und ich muss es angeben auf jeden Fall. Auch dann eben, wenn ich aus dieser Haltefrist rausgegangen bin schon. Nee, genau, wir reden ja drum. Dann nicht. Wir reden ja drum, dass es ein Gewinn ist, der unter diesen Paragraphen fällt. Also in diesem Fall Paragraph 23. Wie gesagt, auch nur gesprochen im privaten Bereich, auch nur gesprochen für Kryptowährungen. Kein DeFi, kein Mining, kein sonst was. Und wenn wir dann innerhalb des Jahres veräußern und damit einen steuerpflichtigen Gewinn erwirtschaften, der über den 600 Euro Freibetrag ist, dann müssten wir das Ganze angeben, ohne dass da irgendwer an irgendeiner Stelle nochmal nachfragt, uns einen Brief schreibt oder sonst was. Dann ist es nämlich meistens schon zu spät. Also dann ist schon nicht gut. Also wenn das Finanzamt dann irgendwie sagt, oh übrigens, wir haben hier Daten ausgelesen und gesehen, da sind Transaktionen, aber in Ihrer Steuererklärung ist davon nichts zu sehen, wollen Sie uns das mal erklären, dann ist schon nicht mehr so toll. Relevant ist aber so oder so der Gewinn erst, wenn wir dann in Euro bzw. Dollar zurücktauschen. Also es gibt keine Art fiktive Gewinnberechnung oder ähnliches. Na schon, wenn wir zum Beispiel von Bitcoin in Ether umtauschen, weil dann haben wir ja nichts an Fiat. Das aber auch da wieder der Unterschied Kryptowährung und Staking. Staking wird da zum Beispiel fiktiv berechnet. Kryptowährung nicht, genau. Allein deswegen wäre es mir schon zu kompliziert mit Staking und allem drum dran und die wird mit beschäftigt und allem drum dran. Aber das heißt also, meine Frage war eben zu sagen, beispielsweise, ich habe Bitcoin gekauft. Nimm jetzt Beispiel, du 2014 hast für 100 Euro Bitcoin gekauft. Das hat sich ja prächtig entwickelt bis heute. Und du sagst, du möchtest jetzt mal einen Teil verkaufen, hast insgesamt 10.000 Euro plus gemacht. Wir sind schon lange über diese Haltefrist von einem Jahr drüber. Musst du es angeben? Nein, ich muss es nicht angeben. Wichtig, aber, also im Steuerrecht, wir kennen das ja immer, es ist immer so eigentlich so, aber, ne? Es ist immer so ein bisschen, man muss da nochmal kurz ausholen, weil wir momentan auch die Besonderheit haben, dass wir Wallet-bezogen betrachten, laut Finanzverwaltung, laut BMF-Schreiben. Das heißt, wenn ich jetzt auf die Idee gekommen bin, meine 2014 erworbenen Bitcoin auf Wallet A zu halten, und dann nochmal vorgestern auf Wallet B andere Bitcoin gekauft habe und dann leider vergessen habe, dass meine Bitcoin von Wallet A die älteren sind und dann von Wallet B verkaufe,
dann muss ich entsprechend trotzdem alles versteuern. Auch wenn ich ja eigentlich wollte, meine damaligen Bitcoin verkaufen. Aber habe ja dann trotzdem die neueren laut Wallet-bezogener Betrachtungsweise verkauft. Und dann wäre ich trotzdem drin. Da kann man dann im Nachgang auch nichts mehr korrigieren. Also, dass man sagt, ja, diese Wallet-bezogene Betrachtungsweise mag sein, aber eigentlich habe ich ja die anderen zuerst verkauft. Ja, nee, weil hat man ja nicht. Aber man kann, also man kann aber argumentieren. Also es ist, es gibt auch Fälle und auch Steuerberater, die in dem Bereich auch schon Fälle bis vors Finanzgericht gebracht haben, wo sie gesagt haben, ja, das kann ja nicht sein, wir wollen das aber für unseren Mandanten anders betrachten, weil das ist ja nur eine Finanzverwaltungsmeinung, es ist ja kein Gesetz. Die Finanzverwaltung ist daran gebunden, aber der Steuerpflichtige ja nicht. Und dann kann man das Gesetz schon auch für sich passend oder passender auslegen. Von dem her, es gibt dann Argumentationspotenzial, aber es wird nicht leicht. Okay, wir sind ja unter uns hier, uns hört ja keiner zu. Aber ich stelle mir das jetzt wirklich vor, ich kaufe jetzt wirklich 2014 drei Bitcoin, 2018 nochmal drei Stück. Das heißt, dann habe ich jetzt besser gesagt letzte Woche nochmal drei Stück, weil dann bin ich mit dem einen bin ich schon lange raus aus der Haltefrist und mit dem anderen bin ich ja noch drin. Welcher Finanzbeamte kann das unterscheiden, welche ich jetzt verkauft habe? Wenn ich zum Beispiel auch einen Herkunftsnachweis habe, dass ich bei Coinbase, wo auch immer, gekauft habe damals. Könnt ihr das schon? wichtig ist ja bei dieser ganzen Aufklärungsgeschichte oder bei den Angaben, die man dann ja macht in seiner eigenen Steuererklärung, man darf ja nichts willentlich falsch darstellen. Das heißt, man muss ja darstellen, was genau ist, wann, wie genau passiert. Und daraus lässt sich ja dann ableiten, wo mit welcher Wallet-Adresse habe ich wann was erworben und wann was verkauft. Und das kann man ja dann nicht mehr verschleiern. Oder also sollte man nicht tun, weil sonst könnte man im Nachgang definitiv ein größeres Problem haben. Und es gibt halt mittlerweile auch Finanzämter in Deutschland, die schon Wallet-Daten auslesen, die auch mit der Identität des einzelnen Steuerpflichtigen verknüpfen und dann schon auch sehr genau sagen können, das und das ist halt auf der Blockchain passiert. Ich sehe das aber nicht in Ihrer Steuererklärung. Wollen Sie mir das mal erklären? Ist es dann wieder ein Feld, wo man argumentativ beispielsweise mit dem Datenschutz gegenhalten kann, oder ist es unumstritten, dass das Finanzamt die Befugnis hat? Also, ich meine, die Blockchain-Daten sind öffentlich einsehbar. Das ist ja der Sinn und Zweck dieser ganzen Geschichte der Dezentralität etc. Also, das ist das eine. Daten auslesen, inwiefern das dann mit der Verknüpfung der Identität des einzelnen Steuerpflichtigen per se in Ordnung ist. Ich glaube, also das ist nochmal so ein ganz eigenes Thema. Das würde ich jetzt ungern aufmachen, weil darüber habe ich tatsächlich auch nicht genug Wissen. Was aber schon ist, ist, dass man als Steuerpflichtiger halt eine Mitwirkungspflicht hat, um die eigene Steuersachverhalte aufzuklären. Und zwar keine erweiterte Mitwirkungspflicht, das heißt, wir sind Stand heute nicht verpflichtet, all unsere Wallet-Adressen anzugeben und zu sagen, so, das ist meine, sodass dann ja jeder auch jederzeit von der Finanzverwaltung dort genau nachschauen könnte. Aber wir dürfen halt auch nichts wissentlich zurückhalten oder uns sträuben, da irgendwas zu sagen. Von dem her ist das, glaube ich, gerade so ein bisschen ein schmaler Grat. Genau. Dann haben wir das Thema Mining noch, wenn wir es angesprochen in der Praxis, wie man es machen kann, theoretisch, wie man es zu Hause machen könnte. Aber jetzt kann man häufiger die Frage bekommen, okay, jetzt betreibt jemand Mining erstmal in Deutschland, rein theoretisch, und erhält einen Bitcoin als Beispiel. Wie wird das dann zum Beispiel jetzt steuerrechtlich behandelt? Ja, also da muss grundsätzlich unterschieden werden, was das für eine Art von Mining ist. Also es gibt ja das Solo-Mining, das Pool-Mining und zum Beispiel auch das Cloud-Mining. Und da ist ja immer so ein bisschen der Unterschied, hat man eine eigene Hardware, teilt man sich die mit anderen oder wird die halt zur Verfügung gestellt? Und da ist dann auch so ein bisschen die Krux an der Geschichte. Also
bisher ist es ja oft so, und es wird ja auch eher mehr so, dass wenn man als Solo-Miner mit eigener Hardware dran geht, irgendwelche Bitcoin zu schürfen, ist das Stand jetzt eher nicht so rentabel, sondern eher so ein bisschen ein Verlustgeschäft. Und dann sieht die Finanzverwaltung das ganz anders, weil dann sagt sie, naja, dann ist das ja kein Gewerbe, dann ist das ja mehr so eine Art Liebhaberei und dann kann man aber auch die Verluste nicht geltend machen. Also dann ist das Ganze ja irgendwie nicht so wirklich was. Also man kann dann halt diese Solo-Mining-Geschichte nicht, sagen wir mal, auf Kosten des Staates machen und dann die Verluste noch geltend machen. Beim Pool-Mining, was ja dann schon eher Gewinn bringt und wo man dann ja auch die höhere Rechenleistung hat und einfach auch die Hardware zusammenschließt, da geht die Finanzverwaltung auf jeden Fall grundsätzlich von Gewerblichkeit aus, weil da auch eine ganz andere Regelmäßigkeit und Wiederholung drin ist und entsprechend ja dann auch viel mehr für besorgt werden muss und das Ganze in einem gewerblichen Ausmaß anzusehen ist. Bei dem Cloud Mining, da ist noch eher so das größte Diskussionspotenzial. Was genau ist das jetzt? Man hat ja keine eigene Hardware. Ist es überhaupt eine Art von selbstständiger Tätigkeit oder gewerblicher Tätigkeit, weil man hat ja auch keinen Zugriff auf die Hardware, man kann ja auch nicht genau entscheiden, welche Kryptowährung geschürft wird und was genau gemacht wird. Also da ist schon eher dann die Argumentation, dass es dann kein Gewerbe ist. Dann stellt sich natürlich die Frage, okay, was ist das dann? Aber das ist dann nochmal was ganz Spezielles. Aber so die Unterscheidung ist recht wichtig. Dass das jedoch das Mining allgemein privat angesehen wird, ist wie gesagt eher beim Solo-Mining. Ansonsten hat man da, glaube ich, viel zu diskutieren, um das nicht als Gewerbe angesehen zu bekommen. Das heißt, es besteht, wenn man so möchte, die Gefahr, dass das als gewerblich angesehen wird, schon allein deshalb, weil man in einem Pool eben meint und nicht solo meint, unabhängig davon, ob der Miner jetzt physisch zu Hause steht, im Keller, wo auch immer, oder als Heizung fungiert, oder ob man jetzt, weil wir ja auch vor kurzem ein Gespräch hatten mit einem Anbieter, der physische Hardware anbietet, aber sie eben in dem Fall Paraguay platziert, wo der Strompreis eben günstig ist, aber du kaufst das Gerät selbst, so oder so wird es steuerlich gleich behandelt. Ja, genau, also generell ist es ja auch immer wichtig zu schauen, okay, das deutsche Steuerrecht greift auf diejenigen zu, die in Deutschland unbeschränkt oder auch beschränkt steuerpflichtig sind, heißt dann aber auch für deren Welteinkommen. Also alles, was überall auf der Welt irgendwie an Einkünften zufließt, ist dann erstmal Steuersubstrat in Deutschland. Okay, das heißt, es macht also auch keinen Unterschied, wo dann eben mein Miner steht, in diesem Fall Paraguay, Manuel angesprochen hat, oder woanders. Dieses Land betrifft mich als Deutscher erstmal steuerrechtlich nicht. Das würde ich so pauschal nicht sagen. Okay. Das kommt dann halt wieder auf die nationalen Regelungen desjenigen Landes an. Aber für dich dann als Deutschen, unbeschränkt Steuerpflichtigen in Deutschland, ist es dann auch egal, wo die Hardware steht. Da kommt es darauf an, dass dir die Einkünfte zugeflossen sind. Macht das aus deiner Sicht einen Unterschied? Ist wahrscheinlich wieder Argumentationssache, ob ich einen Miner besorge um des Minings willen oder ob ich mir einen Miner besorge, der primär eine Heizung ist. Weil wir hatten auch vor kurzem hier einen Gast, der packt letztlich alte Mining-Hardware in ein Gerät, verpackt es ein bisschen, ist es leiser, aber gibt eben Wärme ab. Und primär ist es eine Heizung und nebenher rieseln eben Bitcoin raus. Macht das einen Unterschied, ob ich mir jetzt so eine Heizung reinstelle oder einen Miner? Nee, also dann ist natürlich wieder die Frage, ne, Solo-Mining, Pool-Mining etc., wie wird das allgemein betrachtet? Aber so oder so, wenn die Einkünfte daraus zufließen, ist es auch egal, ob man dabei noch einen Nebeneffekt hat. Also für die Annahme, ob die Einkünfte versteuert werden müssen oder nicht, ist das völlig egal.
Also wir können uns darauf einigen, dass man auf jeden Fall Steuern drauf zahlen muss und höchstwahrscheinlich im gewerblichen Bereich, das heißt, im gewerblichen Bereich habe ich diese Haltefrist ja nicht, wie im Gegensatz zu dem privaten Bereich. Jetzt ist aber trotzdem für mich die Frage, Beispiel, also für jemand, der nicht weiß, was Bitcoin Mining ist, ist es ja eigentlich, ich stecke ein Gerät in die Steckdose, mal ganz vereinfacht ausgedrückt, zahle den Strompreis und auf der anderen Seite erhalte ich Bitcoin. Und bei normalerweise muss ich ja dann meine Haltefrist, geht die dann los an dem Zeit, wo ich es gekauft habe. Ich kann den Kaufpreis ja angeben, ich kann den Verkaufspreis angeben. Genau das will das Finanzamt ja haben am Ende. Wie sieht es denn beim Mining aus? Wie kann ich denn da diese Daten feststellen? Ja, also ich meine, nichtsdestotrotz, das ist jetzt natürlich sehr vereinfacht dargestellt, aber es passiert ja alles trotzdem auf der Blockchain. Und dort sieht man ja ganz genau, okay, wann ist welcher Coin genau geschürft worden? Und dann kann man ja auch herausfinden, welchen Wert hatte dieser Coin dann zum Zeitpunkt des Schürfens. Und das ist dann wiederum wichtig für die eigene Gewinnermittlung, weil wenn man jetzt im Gewerbe ist, dann muss man grundsätzlich auch eine Einnahmenüberschussrechnung machen und dann muss man seine Einnahmen gegen die Ausgaben stellen. Und die Einnahmen sind dann halt die geschürften Coins mit dem Fiat-Wert zum Zeitpunkt des Schürfens. Und dann kann man natürlich auch die Stromkosten und die Hardware etc. alles als Ausgaben dann dagegen stellen. Genau, um das vielleicht das Thema abzuschließen, das Thema Mining. Das heißt also, bei einem privaten Solo-Mining, dann handelt es sich um das private Teil. Da ist wiederum der Fall, dass ich eben diese Haltefrist habe, so wie ich es kenne. Und bei allen anderen, gerade beim Pool-Mining, gehe ich eben davon aus, dass es eine Gewerbefrist ist. Und da habe ich eben diese Haltefrist nicht. Um das mal so abzuschließen, Mining in Deutschland. Wenn jetzt jemand sagt, er möchte das machen. Richtig, ja, genau. Okay. Exakt. Okay, gut zu wissen. dann würde ich weiterspringen zum nächsten Thema. Bezahlen. Hauptsächlich ist ja Bitcoin als Bezahlungsnetzwerk relevant, wenn man das Lightning-Netzwerk nutzt. Bevor wir spezifisch auf Lightning eingehen, mal die Frage vor die Klammer gezogen. Macht es steuerlichen Unterschied, ob man eine Lightning-Transaktion ausführt oder eine On-Chain-Transaktion? Nein, grundsätzlich nicht. Genau, da wird also bisher, wie gesagt, das ist ja immer wieder auch so das Thema, worunter kann man diese ganzen Kryptowährungstransaktionen jetzt subsumieren unter die aktuellen Gesetze, die halt einfach schon da sind. Genau, aber da wird derzeit keine Unterscheidung gemacht, was jetzt genau, also ob das jetzt Lightning oder On-Chain ist. Ja. Okay. Und jetzt kommt natürlich der Fall, die wenige werden wahrscheinlich derzeit noch Bitcoin als Zahlungsmittel nutzen. Aber ich habe zum Beispiel jetzt glücklicherweise jetzt einen Kaffee gefunden, kann damit Lightning zahle dann meinen Kaffee und mein Stück Kuchen für 10 Euro umgerechnet und mache das Ganze mit einer klassischen Lightning-Transaktion. Ist das dann ein steuerbarer Vorgang, weil ich ja trotzdem mit Lightning zahle und ich wandle ja so gesehen Lightning um in eine Dienstleistung? Was passiert auf meiner Seite eigentlich? Müsste ich sowas angeben und wie wird es gerade gehandhabt noch? Also dadurch, dass das ja in Deutschland, soweit ich weiß, in diesem Ausmaß so noch nicht möglich ist, gibt es ja zumindest noch nicht so viele Fälle zu. Was aus meiner Sicht zu tun wäre, es ist ja auf jeden Fall dennoch eine Transaktion von Kryptowährung. Das heißt, es müsste schon genau geschaut werden, okay, wann ist dieser Umtausch von Fiat in Kryptowährung denn dann passiert? Weil irgendwo wird es ja auch abgebucht. Also es ist ja dann, geht ja von dem eigenen Bankkonto runter. Ist dabei vielleicht ein Gewinn entstanden durch die zeitliche Verschiebung, durch die zeitliche Komponente? Das müsste man sich auf jeden Fall genauer angucken. Um halt auch sagen zu können, okay, ist man jetzt unter den 600 Euro Freibetrag, ja oder nein, ist da irgendwas entstanden? Also so einfach ignorieren kann man es auf jeden Fall nicht. Es ist halt nicht, weil Kryptowährungen eben in Deutschland nicht wie Fremdwährung angesehen werden, kann man sie auch einfach nicht so behandeln, sondern man muss sie immer unter dem Aspekt anschauen, dass halt gerade ein privates Veräußerungsgeschäft auf eine Art und Weise stattgefunden. Das ist ein gutes Stichwort, das wollten wir eigentlich erst später fragen. Aber okay. Diese Fremdwährungsthematik, der Fremdwährungsgedanke,
Wieso ist es so, dass beispielsweise Bitcoin nicht als Fremdwährung in diesem Sinne gilt, wenn wir doch El Salvador haben, die Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren? Ja gut, das ist aber dann halt El Salvador. Ne? Deswegen muss ja Deutschland nicht sagen, dass das eine dass das eine Fremdwährung ist. Ja, das hat ganz viel damit zu tun, sieht man halt solche auf einer bestimmten Technologie beruhenden Transaktionen als wahres, echtes Tauschmittel an. Oder vergleicht man es halt eher mit Gold? Es ist ja immer so ein bisschen die Frage, okay, ne, ist es wirklich was, was einen inhärenten Wert hat auf eine Art und damit auch als Tauschmittel auch anerkannt werden kann, weil es auch diesen Wert beibehält? Oder na, aufgrund der großen Fluktuation etc., das sind auch immer mal wieder Argumentationen, weshalb man sagt, na ja, aber so richtig als Geld, wie wir es kennen, als Währung, dürfte man das entsprechend nicht sehen. Und wir sehen es halt auch einfach. Also in Deutschland sieht es die Rechtsprechung nicht als Fremdwährung an. Damit würden auch viele andere Sachen, also steuerrechtliche Folgen einhergehen, die auch nicht immer alle unbedingt positiv wären. Also allen voran natürlich die einjährige Haltefrist, die da nicht mehr gelten würde. Ja, aber davon wegzukommen, also das ist auch eher immer wieder bestätigt worden von Einzelfallentscheidungen, auch vom BfH etc., der solche Kryptowährungen auch als Wirtschaftsgüter ansieht und eben nicht als Fremdwährung. Ja. Aber kommt nicht, um mal in der Zukunft zu bleiben, kommt man nicht irgendwann mal an einen ganz komischen Verzweigung, wo man dann sagen könnte, irgendwie ist ja Bitcoin doch eine Fremdwährung. Du hast ja zwar gesagt El Salvador, aber El Salvador ist ein Staat, der ist anerkannt von der UN, wen auch immer. Das ist ein offizieller Staat, den Deutschland ja auch anerkennt. Es ist also offiziell ein gesetzliches Zahlungsmittel. Dann, ich bin jetzt juristisch nicht so weit, könnte man ja wirklich sagen, es ist eine Fremdwährung. Die Deutschen teilen es gerade eher ein als Art Rohstoff ja auch, als Wirtschaftsgut, weil es wie Gold behandelt wird. Also irgendwann stehen wir doch mal so mitten zwischen den Stühlen, weil wir müssen uns doch irgendwann entscheiden, was ist es denn jetzt am Ende? Auch natürlich steuerlich, weil auf der Ende natürlich Gold natürlich, Haltefrist ja, Fremdwährung wieder anders. Muss nicht irgendwann in Zukunft, wenn wir davon ausgehen, dass Bitcoin und von mir aus auch andere Kryptowährungen größer werden, dass man da wirklich mal eine Entscheidung treffen muss, was es denn jetzt wirklich ist? Also was ich dann heute bezweifle, ist, dass unterschieden wird zwischen Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Steuerrechtlich. Also, dass da dann gesagt wird, okay, Bitcoin ist zum Beispiel eine Fremdwährung und alle anderen Kryptowährungen sind aber weiterhin private Veräußerungsgeschäfte. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Deine grundlegende Frage dahinter ist aber, wie du ja schon sagst, eine juristische Einordnung. Und auch wenn mein Studium Jura mit beinhaltet hat, bin ich keine Juristin. Und da würde ich jetzt auch nicht anfangen, mich so weit aus dem Fenster zu lehnen, da zu sagen, was da im tiefen Argumentationsstrang alles noch aufgebracht wird, warum das jetzt so oder so einzuordnen ist, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, wo man sich nochmal andere Gedanken machen muss, jetzt auch gerade im Zusammenhang mit, es wird populärer, es wird massentauglicher, es wird viel mehr genutzt etc., gar keine Frage, aber dann heute und Stand nahe Zukunft sehe ich das eher nicht, dass da grundsätzlich eine andere Entscheidung getroffen wird. Genau. Wenn wir nochmal auf den Kaffeebetreiber zurückkommen, den Jonas gerade angesprochen hat, was muss er denn machen? Also Jonas geht hin, sagt, hallo, ich will meinen Kuchen, ich zahle mit Lightning. Was hat er für Pflichten gegenüber dem Finanzamt? Also muss er es einfach als Einnahme verbuchen und dann sagen, im Zeitpunkt der Einnahme habe ich Bitcoin im Gegenwert von so und so viel Euro erhalten oder wie macht er das? Genau, also es muss buchhalterisch dargestellt werden, natürlich in entsprechender Fiat-Währung, also bei uns dann in Euro. Genau, und das muss dann auch in die Buchhaltung mit eingepflegt werden und bedarf dann halt auch nochmal einer genaueren Betrachtung, ne, welcher Zeitpunkt genau, mit welchem Wert ist es dann passend. Aber ja, also das muss definitiv auch differenziert betrachtet werden und genau, was haben wir da klamüsiert. Also es ist dann auch eher mehr Aufwand für den Kaffeebetreiber Stand heute, ne, weil das alles auch noch nicht so implementiert ist, aber es ist möglich. Also auch da gibt es ja schon Buchhaltung,
und Dativ, wo es ja meistens drüber läuft, fängt auch an, das langsam mehr mit zu implementieren etc. Also ja, genau, das ist ganz normal als Einnahme dann auch zu verwenden. Ja, meine Erfahrung ist auch, dass gerade dieses Steuerthema, gerade bei diesen Gewerbetreibenden, die sagen, ich möchte gerne vielleicht Bitcoin annehmen, dass genau dieses Steuerthema so das erste Alarmsignal ist, ah, wie funktioniert das denn jetzt, was mache ich denn jetzt, weil es halt doch wieder abweicht von dem klassischen Kassensystem, was ich jetzt gerade habe. Jetzt haben wir aber dieses Thema, ich kann ja doch schon mit Bitcoin zahlen, theoretisch. Ich könnte mir jetzt nächste Woche einen Flohmarktstand aufmachen und meine, keine Ahnung, meine Klamotten verkaufen, mache mir eine Lightning Wallet auf und jeder kann mir Bitcoin rüberschicken. Das ist ja alles kein Problem, da brauche ich ja keine Zustimmung dazu. Aber so wie du es jetzt gerade gesagt hast, ist das ja alles ein steuerbarer Vorgang, wenn mir jemand Lightning-Transaktionen schickt und auf der anderen Seite genauso. Muss sich das nicht auch irgendwann ändern, weil es langfristig gar nicht funktionieren kann, auch steuerrechtlich, weil so würde sich jetzt gesehen, jeder, der zuhört, und ich kenne einige, die jetzt zum Beispiel auf diesen Transaktionen durchführen, weil sie irgendwo einkaufen gehen, es gibt in Berlin einige Läden, schon mal mit Bitcoin zahlen kann, es gibt viele Konferenzen und Meetups, wo sie mit Bitcoin zahlen können. Die meisten geben es wahrscheinlich nicht an. Ist es dann, macht man sie dann schon strafbar, wenn man das dann steuerlich nicht angibt? Ja, also da sind wir wieder bei dem anderen Thema, was weiß ich und gebe es nicht an und also was willentlich und wissentlich. Also das gute Vorsatzthema. Da muss man natürlich entsprechend aufpassen, gerade auch wenn man das im Rahmen seines Unternehmens dann macht, ne, und auch so einem größeren Stil, wo man allgemein immer unterscheiden muss, ist die leichtfertige Steuerverkürzung oder halt die Steuerhinterziehung. Da ist halt eben dieser Unterschied zwischen Vorsatz, also mit Wissen und Wollen, Steuern wirklich auch nicht zahlen zu wollen, nicht Transaktionen nicht angeben zu wollen. Und das ist natürlich eine Straftat und die wird auch, da wird auch dann eine Strafe vom Gericht festgesetzt. Und das kann halt unter Umständen dann auch in Gefängnis münden, also je nachdem. Da gibt es dann verschiedene Tatbestandsmerkmale, die erfüllt sein müssen. Das ist auch alles sehr bürokratisch. Aber halt jeweils zu unterscheiden von der leichtfertigen Steuerverkürzung. Also es ist dann wie so eine Art kleine Schwester der Steuerhinterziehung. Man hat dann keine konkrete Absicht, Steuern nicht zahlen zu wollen und deswegen was nicht anzugeben, sondern man ist nur besonders nachlässig. Ja. Und dann ist das eine Steuerordnungswidrigkeit und das Finanzamt entscheidet darüber, welche Geldbuße festgesetzt wird und wie das Ganze dann weiterläuft. Aber es geht dann, kommt dann nicht vors Gericht. So oder so, keine schöne Angelegenheit, weil auch zwischen den beiden dann zu unterscheiden und ist man jetzt auf der einen Seite oder auf der anderen, also so oder so, wenn man da was einnimmt und halt auf andere Art und Weise, halt über diese Lightning-Transaktion zum Beispiel, sollte es selbstverständlich sein, dass man das genauso angibt, als wenn man jetzt ja normales Geld erhalten hätte. Wie ist es denn für die Finanzämter in deiner Wahrnehmung? Also wenn wir jetzt mal ein, zwei Jahre nach vorn springen und es gibt eben mehr diese Szenarien, die Jonas jetzt gerade beschrieben hat. Beispielsweise im Café, auf dem Flohmarkt, zwischen Freunden, messabends was essen, geht was trinken, schickt sich Satoshi hin und her, um eben so die Salden auszugleichen. Wenn jeder Bürger alles dokumentiert, also natürlich geht jeder unterschiedlich häufig essen und was trinken, aber das ist ja ein unfassbarer Wulst an Daten, die man dann eben zu übermitteln hat. Wenn man alles ordnungsgemäß dokumentiert und ans Finanzamt sendet, besteht da dann nicht irgendwann die Gefahr auch der Überlastung? Also nicht, dass das ein Argument wäre, das nicht anzugeben, aber wenn jeder Bürger erstmal, ich weiß es nicht, 500-600 Seiten Papier übermittelt, ob in digitaler oder physischer Form, ist egal, und sich da eben ein Beamter durchwühlen muss, dauert es nicht ewig? Ja, also ich meine, ich glaube, wir müssen da auch nochmal unterscheiden, an welchem Punkt wir uns jetzt gerade befinden. Ne? Wir sind jetzt auch unter uns ja schon immer noch in einer Bubble. Also das ist ja einfach auch noch nicht massentauglich. Es ist noch nicht überall angekommen. Ganz viele haben sich da noch nicht mal ansatzweise mit auseinandergesetzt. Das heißt, bis wir wirklich an den Punkt kommen, dass das selbstverständlich ist, dass man im Restaurant mit Bitcoin bezahlt oder einer anderen Kryptowährung und das Ganze dann das angesprochene Szenario annimmt, werden auch noch einige Jahre vergehen. Selbstverständlich, wenn es so kommt,
muss ich definitiv was ändern. Also dann muss ich auch die Handhabung mit der Finanzverwaltung anders ausgestalten, definitiv. Aber da sind wir jetzt halt wirklich gerade noch in zwei unterschiedlichen Welten. Also wir sprechen wirklich über eine ganz andere Welt, die bei der Finanzverwaltung auch in diesem Ausmaß überhaupt noch gar nicht angekommen ist. Und wir haben ja jetzt schon das Thema, dass wir bei einzelnen Steuerpflichtigen so viele Transaktionen haben. Und wie du sagst, weiß ich nicht, wie viele Seiten an Transaktionen, die natürlich dann alle auch ans Finanzamt geschickt werden, um dann zu sagen, hier so, du hast alle Informationen, die du brauchst. Ich habe das so und so aufbereitet. Wenn es dir so nicht passt, dann kannst du das gerne anders machen, aber dann hast du jetzt alle Daten, die du brauchst. Und wenn dann entsprechend veranlagt wird, so wie man das erklärt hat, kann das Finanzamt halt auch im Nachgang nicht mehr unbedingt kommen und sagen, aber da wussten wir nichts von, weil im Grunde sind alle Daten da. Muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass dann bei dieser Informationsflut natürlich nicht jede Transaktion nachvollzogen wird, passt das jetzt oder nicht, sondern man wird sich schon darauf verlassen, auf eine Art, dass diese eigene Zusammenstellung der Daten, die dann zu dem und dem Betrag an steuerpflichtigem Einkommen geführt hat, dass das so passt, dann wird vielleicht stichprobenartig verprobt und dann gut. Aber natürlich ist das nichts, was sich in Zukunft so halten kann, wenn das jeder macht. Also weil dafür ist das mit den Steuern ja eigentlich immer so ein Thema, was zu 100% richtig sein muss und nicht nur so ungefähr 80%. Von dem ja gar keine Frage, aber das ist Zukunftsmusik. Also wie das da genau umgestellt werden könnte oder auch sollte, das werden wir dann sehen. Es wird auch so ein bisschen darauf ankommen, was für eine Regierung wir haben werden, denke ich. Also das, wie das vorangetrieben wird oder auch nicht vorangetrieben wird oder weiter irgendwie, ja. Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wir würden uns wirklich sehr darüber freuen, wenn ihr unseren Kanal auf YouTube abonniert. Und vor allem, wenn euch dieses Video gefällt, einen Daumen hoch gebt. Und jetzt wünschen wir euch weiterhin viel Spaß mit der aktuellen Folge. Was sagt denn dein Gefühl oder deine Erfahrung bisher? Haben denn diese Finanzämter so ein Bewusstsein schon für das Thema Bitcoin und Kryptowährung? Oder ist es immer noch so ein, oh Gott, da kommt jetzt wieder einer, da ist einer von 100.000, der plötzlich was mit Kryptowährung herlegt. Bitte nimm du das, ich will das gar nicht haben. Ja, total unterschiedlich. Also was wirklich auch, muss man sagen, erschreckend ist, ist, dass es auch sehr unterschiedlich gehandhabt wird, wie sehr da dem Ganzen auch nachgegangen wird. Also nicht nur pro Bundesland, sondern auch pro Finanzamt, je nach Gemeinde, pro Sachbearbeiter, je nach Finanzamt. Also es ist wirklich, ja, lapidar gesagt, wie so eine Art kleines Lotteriespiel. Hat man jetzt einen Sachbearbeiter, der da vielleicht auch selber Interesse dran hat und da voll in dem Thema auch drin ist oder halt allgemein ein Finanzamt, was sich dessen schon mehr angenommen hat, die dann auch wiederum mit IT-Lern zusammenarbeiten und auch eben Daten auslesen, wirklich auch ganz andere Fragen stellen. Das merkt man dann schon, wenn dann ein Rückfragenzettel vom Finanzamt kommt, wo dann ganz viele Bereiche so angetickert werden, wo man dann merkt, oh, okay, da ist jemand, der hat sich damit auf jeden Fall schon mal auseinandergesetzt. Oder an anderen Finanzämtern, da kommt keine einzige Rückfrage zu super komplexen Sachverhalten und das wird einfach veranlagt. Fertig. Es ist wirklich, man kann es leider gerade nicht anders sagen, ein kleines Lotteriespiel, hat man da, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte, Glück oder weniger Glück. Und dann ist es mehr oder weniger Arbeit, das so veranlagt zu bekommen oder noch zu diskutieren. Würdest du sagen, dass dieser ganze steuerliche Aspekt ein nennenswertes Hindernis für die Verbreitung Bitcoins ist? Also jetzt im privaten Umfeld als Privatperson, wenn man nicht tradet, ist es ja relativ entspannt, sage ich mal. Aber gerade im gewerblichen Kontext scheint es ja schon ein erheblicher Mehraufwand zu sein, oder? Ja, total. Also das merke ich auch immer wieder, auch an den Anfragen, dass sich die Leute dessen bewusst sind, dass das, also das Steuern halt in Deutschland ein großes Thema ist und das Steuern im Kryptobereich ein noch viel größeres Thema ist, mit dem man sich dann auch im Vorhinein auseinandersetzen sollte. Und
da merkt man dann aber schon, okay, Kosten, Nutzen, wie steht das im Verhältnis? Weil natürlich auch das Wissen, was damit einhergeht und die Beratung dessen, kostet natürlich dann auch wieder überdurchschnittlich viel im Gegensatz zu jetzt klassischer Steuerberatung, würde ich mal sagen. Sodass das Ganze schon sehr gewinnbringend sein muss, damit dieser ganze Aufwand und das, was dahinter steht, sich ja überhaupt lohnt, ne? Auch gerade so, weiß ich nicht, eigene Angestellte auch in Bitcoin zum Beispiel zu bezahlen oder so. Das hat dann so einen erheblichen Mehraufwand auch durch die Buchhaltung und da dann auch den passenden Steuerberater überhaupt zu finden, der das macht und abbildet. Also da sagen auch viele momentan, boah, nee, weiß ich nämlich nicht und haftungstechnisch möchte ich auch lieber nicht. Und das ist auf jeden Fall was, glaube ich, das Ganze nicht unbedingt leichter macht. Ja, und nicht unbedingt schneller sich verbreiten lässt. Ja. Dann vielleicht so als Abschluss, weil wir dann fast eine Stunde jetzt schon sind. Was würdest du sagen, wenn jetzt jemand zuhört, die vielleicht auch frisch einsteigen in Bitcoin und das Thema, welche Tipps, die so ein, zwei kleine Tipps, wo du sagen würdest, steuerlich sollte man genau das beachten oder wie kann man sich das Leben selbst erleichtern? Ja, also das Leben kann man sich auf jeden Fall erleichtern, indem man ein Kryptosteuertool nutzt. Also sich die Daten nicht selber anfängt aufzubereiten aus den ganzen CSV-Dateien, sondern das von einem Programm übernehmen lässt. Dann aber sich auch dessen bewusst ist, dass diese Programme nicht 100% fehlerfrei sind. Also dass da auch immer noch mal jemand drüber gucken sollte, der Ahnung davon hat, um vielleicht auch kleinere Fehler auszumerzen und damit dann auch wieder steuerliche Nachteile vielleicht zu vermeiden. Dann, wenn man in das Ganze nicht ganz so tief einsteigen möchte, gerade auch steuerrechtlich, dann würde ich auf jeden Fall sagen, besser keine Bots programmieren, besser kein Staking betreiben, von Mining auch eher absehen und auf gar keinen Fall irgendwas mit Future-Trades anfangen. Also das ist auf jeden Fall gerade der steuerrechtliche Selbstmord, kann man echt so sagen. Also auf gar keinen Fall Futures machen momentan. Also kein Hebel-Trading. Und ansonsten allgemein gilt im Kryptobereich immer auch im Vorhinein über die steuerrechtlichen Konsequenzen sich ein Bild machen, bevor man anfängt, was Neues auszuprobieren. Auch wenn das diesen spielerischen Geist auch so ein bisschen leider unterdrückt oder da dann so ein bisschen vielleicht auch die Freude rausnimmt, aber das verhindert wirklich großen Schmerz im Nachgang, gerade auch smarter zu investieren. Ne? Also ganz normal mit Buy and Hold kann man da schon richtig gut was machen. Da braucht man aber halt auch den Überblick, wann habe ich denn was genau auf welcher Wallet gekauft und kann es jetzt dann halt steuerfrei verkaufen und da dann nicht aufgrund von, ich mache das jetzt nach 365 Tagen, oh Mist, dieses Jahr ist aber ein Schaltjahr, super, dann bin ich jetzt irgendwie doch komplett wieder drin oder ich bin in einer anderen Zeitzone, bin deswegen raus. Also es sind schon viele Kleinigkeiten, die dann immer noch darüber entscheiden, ob das so passt oder nicht. Aber damit ist man ja dann auch nicht allein. Also es gibt schon Support und es gibt schon immer Leute, die sich damit auskennen und dann jemanden vorhinein mal fragen und sich informieren. Dann nehmen wir mit, dass Deutschland mit Ausnahme dieser Haltefrist steuerlich im Bitcoin-Kontext etwas undankbar ist. Ja, leider ja. Ja. Dafür sind wir aber trotzdem im Schlaraffenland mit dem Thema, glaube ich, diese ein Jahre Haltefrist. Ja, das ist glaube ich, cool. Weltweit kaum woanders. Und das ist auch wieder das Wunder, dass wir eigentlich in diesem Bereich leben. Und dann würde ich sagen, man kann es sich ja dadurch so einfach machen. Also wie du gerade gesagt hast, man kann es ja die Strategie, wenn ich jetzt Bitcoin als Investment sehe, als Buy and Hold, also ich kaufe und halte es relativ lange, mache einen Sparplan draus, dann passt das ja eigentlich perfekt dazu, dass ich einfach langfristig halte, bin dann irgendwann ein bisschen Jahr drüber. Und dann bin ich ja eigentlich fein raus, wenn ich nicht diesen großen Fehler mache, wie du es jetzt auch schon angesprochen hast. Ja. Wenn ich es dann verkaufe, kann ich wirklich, ohne einen Cent Steuern zu zahlen, sogar Geld machen. Und das ist natürlich genial. Also das ist, glaube ich, da werden sich einige Länder bei uns ein bisschen was abgucken können. Ja, absolut. Also es führt halt auch wirklich im Extremfall dazu, dass man Millionen an Gewinnen macht und darauf, je nachdem, entweder gar nichts oder vielleicht ein paar hunderttausend Euro Steuern zahlt. Und das ist schon in unserem Land, in Deutschland, ist sehr außergewöhnlich. Ja.
Das ist auch. Sehr schön. Dann würde ich sagen, Tammy, vielen, vielen Dank für deine Ausführung, deine Erklärung. Wir haben jetzt gesehen, das Thema Steuern und Bitcoin, es ist alles sehr, sehr kompliziert. Je nachdem, man kann natürlich alles noch selbst komplizierter machen, je nachdem, wie weit man reingeht. Ja. Aber da muss sich, glaube ich, aus meiner Sicht auch noch einiges ändern. Das haben wir jetzt auch gesehen, damit Bitcoin eben in die Richtung oder auch andere Kryptowährungen in diesen alltäglichen Bereich rutschen können. Weil so wie es gerade ist, könnte es schwer werden. Und deswegen vielen Dank an dich, dass du die Zeit genommen hast heute. Sehr gerne. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut und ich hoffe, dass das ja, zumindest auch ein bisschen für die Aufklärung dazu beigetragen hat. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank, war auf jeden Fall hochinteressant, fand ich. Die, ne, kann schon sagen, viele neue Erkenntnisse, gerade im Kontext Mining. Ja, gut zu wissen, wie gesagt, vielen Dank und dir alles Gute. Sehr schön, gerne. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.